Erst wenn wir diese Aufgaben gemeistert haben, können wir daran denken. Das ist ja vielleicht ein fettes Gerät. Das Ding geht hoch wie eine Atombombe, wenn es explodiert. Die Kapsel ist nicht sicher. Wir müssen unsere Fehler auf der Erde machen, nicht da oben. Das ist keine normale Reise, Neil. Armeemesser? Soll das mit sein? Dann mal los. 6, 5, 4, 3. Wir können dadurch Dinge sehen, die wir schon längst hätten sehen sollen. Wir haben ein ernstes Problem. Wir haben alles unter Kontrolle. Für euch ist das ein Spiel. Ihr habt gar nichts unter Kontrolle. Nach La La Land also wieder die Konstellation aus Damien Chazelle als Regisseur und Ryan Gosling als Hauptdarsteller. Spätestens nach La La Land eben bin ich gespannt, was da als nächstes kommt. Aber Damien Chazelle hat davor Whiplash gemacht und damit auch wunderbar abgeliefert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn das passiert, schafft es der Trailer, Spannung aufzubauen und sich immer mehr zu verdichten, obwohl er recht chronologisch erzählt, sodass ich sage, okay, diesen Look, diesen Stil, diesen Cast, das will ich dann sehen. Und damit war das der erste Trailer zu Aufbruch zum Mond im Original First Man, den uns Universal Pick. Mann ist, der sehr viele Dinge, der sehr viele Entbehrlichkeiten eingehen muss, der Risiko auf sich lädt, der Gefahren eingeht, um der erste Mann auf dem Mond zu sein und der weite Weg dorthin. Und ein solches Biopic, wo man eben weiß, was passiert, kann trotzdem noch genug Blickwinkel offenbaren, die Interesse beim Publikum. Ich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.